Ihr hört das Community-Radio von Expedition Arbeit, dem Netzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt. Jeden Montag erscheint dieser Podcast und präsentiert Nachrichten und Meinungen aus der Welt der Arbeit und Zusammenarbeit. Mehr Informationen findet ihr unter expedition-arbeit.de und bei LinkedIn. Und jetzt am Mikrofon Florian Stettler. Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich mit Dingen wie Persönlichkeitstests eher schwer tue. Ich gebe zu, dass ich mit meinem einst gehegten Plan, drei mir zur Verfügung gestellte solche Persönlichkeitsprofilerzeugungsmethoden zu nutzen, einfach nicht weiterkomme. Zwei solche aufwendigen digitalen Fragebögen habe ich schon ausgefüllt und das Ergebnis studiert. Der dritte wartet noch darauf, erledigt zu werden. Meine redaktionelle Idee war, aus den drei Ergebnissen dann eine Sendung unseres Podcasts zu machen. Angedachter Titel: Die drei Seiten des Florian Stettler. Oder vielleicht auch Florian, Dr. Stettler und Mr. Hyde. Jetzt ist mir zum Thema Analyse von persönlichen Profilen recht überraschend ein Redaktionskollege zuvorgekommen. Alex Jungwirth hat eine Art Tinder für Jobs entdeckt. Als wäre das noch nicht spektakulär genug, berufen sich die Programmierer dieser Matching-Software auf Ideen der Systemtheorie-Gurus Gerhard Wohland und Ralf Hildebrandt. Nicht wirklich, habe ich mir gedacht. Bis ich dann sah, wer die Erfinder von Jobtreffer, dieser kontextinterpretierenden Matching-Software, waren. Zwei umtriebige Personen, die sich in der Szene bereits einen Namen gemacht hatten. Monika Fuchs alias die Füchsin und Badia Monchi, der unter anderem dadurch auffällt, dass er plausible Betrachtungen über Menschen und Organisationen anstellt, ohne die Disziplinen Soziologie und Psychologie, wie meist üblich, gegeneinander auszuspielen. Na, das kann ja interessant werden, dachte ich mir. Ein ganz kleines bisschen durfte ich dann auch noch mitmischen, indem ich nämlich mal den digitalen Jobtreffer-Fragebogen ausgefüllt habe. Alex hat dann noch unsere Community-Redaktion-Kollegin Julia Henke dazu genommen. Julia ist selbstständige Organisationsentwicklerin, geschätzte Beobachterin und stellt gut und gerne Fragen. Aber jetzt hört doch mal selbst rein, wie sich die vier über die Geschichte und die Funktionen von Jobtreffer ausgetauscht haben. Linzer Worte. Alexander Jungwirth beim Denken zugehört. Einen wunderschönen guten Morgen aus Oberösterreich an alle Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Linzer Worte beschäftigen sich heute erstmals mit einem Werkzeug oder genauer genommen mit einer Software aus dem Hause Jobtreffer, obwohl wir eher Richtung Hause Jobtreffer gehen werden heute. Also ich denke eher, dass das Produkt ein Ergebnis von etwas ganz Tollen ist und das werden wir uns heute herausarbeiten. Kurz zu Jobtreffer. Die Organisation wurde 2022 gegründet, begleitet von vier wissenschaftlichen Studien. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt, von der Universität Wien. Und wurde im Mai 2023 wurde sozusagen das gleichnamige Produkt auch am Markt vorgestellt. Und über das werden wir heute ein wenig sprechen. Denn das Spannende daran, das Produkt sowie das dahinterstehende Unternehmen wurde mit Unterstützung der Denkwerkzeuge aus dem Hause Gerhard Wohland, Ralf Hildebrandt entwickelt. Diese aus meiner Sicht bemerkenswerte Vorgehensweise hat mich für diese Aufnahme getriggert. Und ich bin heute nicht alleine. Unter anderem meine Co-Autorin, wie immer, Juliane Henke, und vor allem zwei tolle Gäste sind hier im Online-Studio von Expedition Arbeit, zu einem Monika Fuchs und Badia Monchi. Herzlich willkommen. Eine kurze Vorstellung und heute mal ganz anders. Ich erlaube mir, euch kurz vorzustellen, Monika und Badia. Ich fange mit der Monika an, alias die Füchsin, so ist sie ganz gut bekannt, also wie ich in Florian Stettler gesagt habe, wir machen Aufnahme mit der
Monika Fuchs hat gesagt, die Füchsin, also okay. Sie ist HR-Expertin mit dem Fokus auf Strategie und begleitet vor allem auch Digitalisierungsprojekte. Sie macht eine Karriereberatung für Fachexperten und auch für Linienfunktionen, also für so Leute wie mich. Ja. Sie ist Keynote-Speakerin, sie ist Mentoring in der Mentoring Academy in der Steiermark Graz, ist das richtig? Ja. Und natürlich die Co-Gründerin von Jobtreffer und um das sich natürlich heute alles dreht. Badia ist ORF-Interviewgast, so habe ich ihn auch erstmals entdeckt. Also beim als ORF-Interviewgast, eigentlich das Erste, was ich gesehen habe, war dann eigentlich die Kolumne Milli und Papa Bär. Also tun wir da heute vielleicht kurz dazukommen. Aber sein Brotberuf, oder mit dem er, so wie ich es das jetzt herausgelesen habe, ist er Vitalpsychologe und auch Systemdenker. Also das ist für mich eine spannende Kombination. Also ein Brückenbauer zwischen der Psychologie und Systemtheorie, die was ja sehr oft im Clinch zueinander liegt. Das hat er, finde ich, aus meiner Sicht kann er das sehr gut auflösen. Er ist Coach und Trainer im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung von High-Performerinnen und Performern aus der Kunst, Sport und Wirtschaft. Letztens haben wir ein Video angesehen mit einem ehemaligen erfolgreichen Skirennläufer, Benjamin Reifer. Er ist auch der Gründer des Instituts für Vitalpsychologie Elemental und Co-Gründer von Jobtreffer, über das wir natürlich heute ein wenig plaudern. Soweit zur Einleitung, war ziemlich lange heute. Ich fange mit der ersten Frage ab, ein Warm-up. Kontext herstellen, sagen wir immer in unserer Community, was ist der Kontext? Erklärt einmal kurz in euren Worten die Organisation Jobtreffer. Also was sind eure Aufgaben? Also was kann man sich darunter vorstellen? Jetzt gar nicht das Produkt selbst, sondern die Organisation? Ja, also vielleicht die Organisation. Wir sind ein klassisches Startup. Die Geschichte ist vielleicht da auch leicht und schnell erzählt. Der Geschäftsführer vom Flughafen Wien, ja, von den Airport Services, er hat irgendwann einmal angerufen und hat gesagt, mir geht das wahnsinnig auf die Nerven, dass ich im Recruiting immer wieder Gespräche führe, wo ich mir nach ein paar Minuten denke, man hätte das doch vorher abklären können. Warum führen wir jetzt ein Gespräch, das wir jetzt 20 Minuten fortsetzen müssen aus Höflichkeit, wo man doch irgendwie im Vorhinein schon abklären hätte können, dass die Erwartungen da gar nicht zusammenhalten können, passen können. Mit der Anfrage ist der Martin Kügler zu mir gekommen und hat gefragt, könnte man da nicht irgendwie etwas bauen? Ja? Wie das halt so ist, wenn man über Job und Matching, Person und Job nachdenkt, dann denkt man sehr gern an Persönlichkeit. Das ist irgendwie ein Reflex. Ne? Also im Recruiting hat man immer gleich so die Idee, die Persönlichkeit müsste zur Organisation passen. Und da kommen jetzt tatsächlich, weil das anfangs auch erwähnt wurde, so diese Denkwerkzeuge aus der Systemtheorie, insbesondere Gerhard Wohland und Ralf Hildebrand dazu, muss die allerdings auch in Schutz nehmen. Die haben mit dem Produkt selber nichts zu tun. Ja? Also die müssen das nicht verantworten, was wir da machen. Aber sie sind natürlich, nachdem ich dort selber auch viel gelernt habe, so ständige Denkbegleiter. Und ich habe auch tatsächlich Jobtreffer mit dem Ralf Hildebrand das ein oder andere Mal reflektiert, dazu später vielleicht noch mehr. Aber wir haben da begonnen, darüber nachzudenken, okay, wie können wir das machen, und sind dann eigentlich auf die Idee gekommen, nein, wir wollen gar nicht Persönlichkeit screenen, sondern wir wollen wissen, welche Erwartungshaltungen gibt es zu den Rahmenbedingungen der Arbeit. Also sehr stark kontextbezogen. Man könnte eigentlich sagen, es ist der Versuch, die Kontexterwartungen beziehungsweise den tatsächlichen Kontext beim Arbeitgeber, da die Diskrepanzen zu klären. Und über das quasi die Erwartungen und die tatsächlichen Kontextrahmenbedingungen, über das dann ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Faktor bei Jobtreffer. Wir bieten ein System, das Augenhöhe ermöglicht im Recruiting. Okay, jetzt hätte ich noch eine Frage an die Monika, die war jetzt kurz draußen, jetzt ist sie wieder da. Wie bist du dazu gekommen zu Jobtreffer? Also der Badi hat kurz erklärt, den eigentlich das auslösende Gespräch, also der Gedanke, der Ursprungsgedanke. Aber wie hat sie dann, wie seid ihr zusammengekommen? Ihr seid, glaube ich, 5 Personen, ist das richtig? Genau, das ist richtig. Mhm. Ja, ganz spannend. Der Badi und ich kennen uns von der Universität Krems.
Also ich habe dort studiert und er war mal Vortragender sozusagen, beziehungsweise sind wir dann später gemeinsam im Unternehmen noch einmal in eine Business-Beziehung gekommen und irgendwann hat er mich mal angerufen. Da war ich gerade auf dem Weg von Salzburg nach München und hat gemeint, du sag mal, was hältst du von der Idee, Tinder für Jobs zu machen? Die war damals total begeistert, weil ein ähnliches Gedankengut in meinem Kopf damals entstanden ist und war während diesem Telefonat schon sehr begeistert von der Idee, Matchings einfach dazu zu verwenden, um Erwartungshaltung zwischen Organisationen und Menschen einfach darstellen zu können. Und bin dann im Laufe der Zeit immer dran geblieben an dem Thema und irgendwann hat es dann gepasst, habe die Ursprungsgründer kennengelernt und mich dazu entschieden, auch mit meiner Profession im HR-Management in dieses Thema mit einzusteigen, weil ich davon überzeugt bin, nach 17 Jahren HR-Management, dass es wichtig ist, diese Erwartungshaltungen einfach gegenseitig abzugleichen, um gut starten zu können in den Organisationen. Ich lege jetzt eine kurze Frage nach, weil jetzt so ich habe viele Gedanken, aber ich muss immer aufpassen, dass wir nicht so sehr ausweichen. Darum habe ich immer die Jungwirtsche Frageliste. Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die. Aber ich springe trotzdem mal kurz in meine Rolle. Ich bin ja selbst Führungskraft seit einigen Jahren und habe sicher über 100 solche Gespräche geführt. Ja, und weiß ungefähr, was das bedeutet. Matching, Nicht-Matching und wie viel Aufwand das ist. Und jetzt komme ich zu dieser eigentlichen Frage, also wenn Jobtreffer, wenn eure Organisation sozusagen eine Lösung ist, also wie lautet eigentlich das passende Marktproblem? Also den Trigger hast du ja kurz erklärt, Badi, aber was ist eigentlich das passende Marktproblem aktuell? Ja? Also was ist das dahinterliegende, also nicht die Symptomatiken sind uns ja bekannt, aber das dahinterliegende Problem, also warum braucht der Arbeitsmarkt Jobtreffer? Also ich versuche mal eine Antwort. Also das ist vielleicht auch das Erste, von den Denkwerkzeugen, die Marktnähe ist uns extrem wichtig. Also wir entwickeln dieses Tool tatsächlich mit Kunden und Kundinnen. Das ist eines der Denkwerkzeuge, das wir sehr stark beherzigt haben. Ich habe ein Startup auch schon versenkt, wo wir geglaubt haben, wir können das aus der internen Referenz einfach entwickeln und werden dann die großartige Lösung hinausbringen. Und das hat nicht so gut funktioniert. Da sind wir mittlerweile sehr konsequent. Wir sind wirklich nah dran am Markt. Und das Problem, was du gerade erwähnt hast, ich glaube, ist folgendes. Wir haben eine Gewohnheit im Recruiting, dass die lautet ungefähr so, der Arbeitgeber versucht seinen Arbeitsplatz, gerade in Zeiten von Employer Branding und Co., so schön wie möglich darzustellen, möchte natürlich die besten Talente anziehen. Und auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen versuchen sich natürlich so gut wie möglich darzustellen. Dadurch entsteht ein ganz seltsames Spiel. Ja. Das Spiel lautet ungefähr so, wir sagen einander nicht, was wir denken. Wir versuchen, die möglichst gute Show abzuziehen. Und weil beide Seiten wissen, dass das passiert, versuchen beide Seiten zu durchschauen, was wirklich vor sich geht. Und ich habe eine Erfahrung dazu. Mein bestes Recruiting-Gespräch hat an einer Universität stattgefunden, wo derjenige, der mich als Vortragenden haben wollte oder mal befragt hat, der hat einfach gesagt, weißt was, lass mal das ganze Schauspiel weg. Ich glaube an das, was du kannst. Ja. Wir möchten gut zusammenarbeiten. Reden wir bitte einfach nur drüber, was bräuchten wir, um gut zusammenzuarbeiten. Und das habe ich wahnsinnig erfrischend gefunden. Einmal wegzukommen von diesem, ja, also Sie wissen eh, ich mache dieses und jenes ganz toll und der Arbeitgeber und, weißt du, dieses Schauspiel einmal, aus dem rauszukommen. Und ich glaube, durch die zunehmende Machtumkehr, die da ist, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin potenziell in manchen Bereichen wirklich wählerisch werden darf. Das heißt, es stehen eben nicht mehr die hunderten Menschen an beim Arbeitgeber und ich suche mir die aus und ich versuche, die zu durchleuchten. Dadurch entsteht ein neues Potenzial für, ich sage mal, eine neue Aufrichtigkeit im Sinne von, lass uns einfach mal klären, was brauchst du von der Arbeitsstelle, dass es dir hier gut gehen kann und wir sagen dir, wie es bei uns ist. Und ich glaube, das ist die Lösung, die wir anbieten wollen. Ja. Würdest du da was ergänzen, Monika?
Ja, es stimmt absolut, was der Badia sagt, auch aus der Erfahrung heraus nach hunderten von Interviewsituationen in Unternehmen. Man versucht, beide Seiten versuchen immer das Beste von sich darzustellen und im Endeffekt wird zu wenig darüber gesprochen, was tatsächlich sozusagen in der Arbeitszeit auch erwartet wird oder dann auch wirklich die Wünsche sind, wenn man sich für einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin entscheidet. Es ist mir so oft auch als Führungskraft in der Begleitung von Prozessen passiert, dass vor allem Unternehmen sich extrem positiv nach außen darstellen, aber im Inneren die Kultur doch ein bisschen anders ist und man traut sich es einfach nicht zuzugeben. Und dann hat man diese Gespräche, 2, 3, vielleicht man entscheidet sich füreinander und plötzlich nach 3, 4 Wochen oder vielleicht auch erst 6 Wochen kommt seitens der Person, die sich für das Unternehmen entschieden hat, das große Erwachen, das war aber so eigentlich gar nicht vereinbart. Und ich habe mich für euch entschieden, weil ich dachte, ihr habt eine gute Community. Und plötzlich habe ich festgestellt, das ist nicht so. Das sind unglaublich große Kostenfaktoren in Unternehmen. Es ist ein großes Enttäuschungspotenzial für Personen, die sich bewerben. Auch da entstehen Kosten. Und es ist unglaubliche Zeitverschwendung, dieses, ich sage jetzt, frauenhafte Darstellen. Und mit Jobtreffer gehen wir grundsätzlich schon weiter in die Tiefe. Und da bin ich ganz beim Badia. Es gibt einfach diese umgekehrte Marktsituation jetzt. Und es ist einfach wichtig, die Authentizität von Unternehmen nach draußen zu kommunizieren, beziehungsweise in diesem Prozess einfach offen, klar zueinander sprechen und Ehrlichkeit zu suggerieren. Okay, jetzt habe ich so ein Bild vor mir. Also ich habe 2 Systeme, ne? Also das Individuum, das was eine Arbeit sucht, eine sinnvolle Arbeit für sich, weil man hat ja sehr viel Zeit in Ausbildung investiert und möchte natürlich für sich einen attraktiven Arbeitgeber finden. Und auf der anderen Seite habe ich eine Organisation, die sozusagen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lechzt. Also in der Vorbereitung habe ich mir ein bisschen den demografischen Wandel angesehen. Also wir haben ja gerade den Shift vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Also man kann sich in gewissen Branchen wirklich Arbeit aussuchen, was natürlich das Ding nicht vereinfacht. Also gerade in der IT, wenn ich jetzt schaue, ich habe 1000 Jobs, wo gehe ich jetzt hin? Ja? Also, und jeder erzählt mir das Goldene vom Ei, ja. Irgendwann ist ja das ja auch wieder die Uniformität der Formität, also wenn alles dann irgendwann wieder gleich wird, ja, wenn jeder sein Work-Life-Blending-Programm abspult, ist ja wieder alles gleich. Ja. Also da sehe ich zum Beispiel Jobtreffer, dass ich sozusagen durchstechen kann, also ich wechsle so ein bisschen in die Rolle des Arbeitssuchenden, dass ich sage, okay, ich stiche da jetzt durch eine Organisation, durch diese Vorderbühne, ja, durch dieses Theater. Ich brauche auch kein Theater. Ich brauche eigentlich mit gar keinem mal sprechen, sondern ich gehe mal einfach mal eine Checkliste durch, also was mir wichtig ist, und dann sehe ich sozusagen eine Art Matching. Also ich habe das im Vorfeld gemacht, das sind ja 22 Fragen. Und dann sehe ich, okay, wo stehe ich eigentlich? Also wo steht das Unternehmen? Und ist das so, kann ich mir das so vorstellen, dass ich, das ist so eine Art, würde mich interessieren, möchte ich gerne mit wem sprechen jetzt? Oder ja. Die Nummer, also das Unternehmen lasse ich mal weg. Kann man sich das so vorstellen? Ja. Also, man kann sich's, also das erste ist, wir wollen grundsätzlich eine höhere Gesprächsqualität im Erstgespräch. Ja, also wir wollen nicht das Gespräch abschaffen. Das ist wichtig. Das, was aber natürlich im Erstcheck rauskommen kann, ist, ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus, ja, für eine Frage, dass man das auch mal konkretisiert. Zum Beispiel so etwas wie, ich möchte in meinem neuen Job Arbeiten erledigen, die einen körperlich stark fordern. Ja? Jetzt angenommen, ich sage, das ist so meine Erfüllung, ich möchte vor allem körperlich arbeiten, komme gleichzeitig an jemanden, wo er sagt, ja, das wird bei uns wenig der Fall sein. Dann kann ich mir als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin überlegen, naja, macht es dort Sinn, dass ich dann dort noch weiter nachgehe, wenn für mich etwas ganz Grundlegendes nicht passt? Oder nehmen wir was anderes, klassisch Homeoffice. Für mich ist es wichtig, dass ich Homeoffice recht flexibel handhaben kann. Komm vielleicht zu einem Arbeitgeber, der sagt, na, das ist bei uns nicht möglich. Das heißt, ich kann immer einen Check machen, ist das für mich eine Diskrepanz, die so schwer wiegt, dass ich sage, ich glaube, von David brauchen wir nicht mehr unbedingt miteinander reden.
Ja, das ist möglich. Also natürlich ist Selektion etwas, was stattfinden kann im ersten Schwung. Aber grundsätzlich ist unser zentrales Anliegen, die Qualität des Erstgesprächs zu verbessern. Also, dass man dann wenigstens über die Themen redet, die wirklich relevant sind. Und wenn ich, was weiß ich, ja, ich habe eine andere Vorstellung, wäre, ich möchte viele ungewöhnliche Ideen und Lösungen ausprobieren können. Und mein Arbeitgeber sagt, du, das wird bei uns am Arbeitsplatz aber eine schwierige Sache. Dann kann es aber sein, dass wir genau darüber beginnen zu reden, wo denn das Potenzial liegt in der Arbeit. Das heißt, es ist ja durchaus möglich, dass man bei Diskrepanzen Brücken findet. Und darüber soll gesprochen werden. Ja, das ist unsere Vorstellung. Darf ich da mal fragen, dieser Fragebogen, wie kommt der denn eigentlich zustande? Gibt es den einmal oder wird der mit dem Unternehmen zusammen entwickelt? Oder wie kommt es zu dem? Genau, also wir haben mal grundsätzlich, das ist so die Kooperation mit der Universität Wien gewesen, mit im Bereich Arbeitsorganisationspsychologie. Es gibt so ein paar Fit-Level, wenn du so möchtest, also wo quasi ein Matching auch, was die Studienlage hergibt, irgendwie empfohlen wird. Ne? Also es gibt so die organisationalen Rahmenbedingungen, es gibt die Frage, wie werden die Ergebnisse gesteuert, bis zu dem ist das Gehalt ergebnisbezogen oder nicht. Wie ist die Teamzusammenarbeit? Wichtig hier, wir gehen nicht auf die persönlichen Ebenen, auch was den Fit zur Führungskraft betrifft, sondern wie muss die Führungskraft Ergebnisse steuern? Ja, ist das stark ergebnisorientiert? Ist das mehr auf Zeit orientiert? Bei der Teamzusammenarbeit, sind das Teams, arbeite ich fix in einem Team oder habe ich hier ständig wechselnde Teammitglieder? Das heißt, uns interessieren Faktoren der Arbeitsrahmenbedingungen. Und da haben wir so einmal grundsätzlich ein wissenschaftlich abgeleitet aus den Studien, wo wir wissen, das ist relevant für die Menschen. Ja, es gibt einfach Menschen, die arbeiten gerne in Teams, wo denen stört Fluktuation weniger. Und andere sagen, die wollen eher in einem stabilen Team arbeiten oder sowas. Ja. Und diese Merkmale, da wird einmal gematcht. Und das versuchen wir mal ganz allgemein branchenunspezifisch abzudecken. Die Firmen haben dann zusätzlich die Möglichkeit, noch ganz eigene Fragen zu formulieren. Aber genau, die dürfen sie spezifisch auswählen, weil wir, wie gesagt, auch das Erstgespräch vorbereiten wollen. Das, was wir schon auch machen, die Personen bekommen vorgeschlagen Fragen, die sie stellen sollten. Beide im Übrigen. Das ist für uns strukturelle Augenhöhe. Ja? Es ist nicht mehr der Bewerbende kommt und muss hoffen, dass er ein gutes Image hinterlässt. Er sieht ja auch, mit welchen Fragen er kommt. Ja, also ich bekomme ja als Bewerbender die Ergebnisse und ich sehe dann, aha, mein Arbeitgeber dort sagt, ich habe angegeben, ich möchte Selbstverantwortung für meine Arbeitsergebnisse tragen können. Und der sagt, das ist nur mittelmäßig vorhanden. Da kriege ich dann Fragen vorgestellt, die ich stellen könnte. Mhm. Ja. Also beide stellen einander dann Fragen. Du wolltest was ergänzen, Monika? Ja. Bade hat es gerade erwähnt, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, unternehmensseitig zusätzliche Fragen zu integrieren. Und da haben wir mit unseren Kunden gelernt, das ist ein ganz ein schöner Prozess, weil sehr viele dann noch individuelle Fragen konzipieren möchten zu ihren eigenen Werthaltungen in der Organisation. Und da begleiten wir die Unternehmen auch. Das heißt, wenn spezielle Werte im Vordergrund eines Unternehmens stehen, zum Beispiel der Mensch steht bei uns in allen Prozessen im Mittelpunkt, ist es dann auch möglich, wirklich noch einmal ganz genau auf diese Identität des Unternehmens mit diesen zusätzlichen Fragekategorien auch einzugehen. Und das unterstützt noch einmal zusätzlich diesen offengelegten Kulturprozess. Und während dieses Prozesses fragen sich die Personen, die im Sparring dann sind, wirklich noch einmal, ist das wirklich so bei uns in der Organisation? Können wir das auch reinschreiben? Und welche Erwartungshaltung generieren wir dann bei unseren Kandidaten und Kandidatinnen? Also irrsinnig gutes zusätzliches Tool zum standardisierten Fragebogen, zum wissenschaftlichen Anteil bei Jobtreffer, noch einmal ergänzend diese Individualisierung für Unternehmen auch einzufügen. Also den Punkt, wenn ich sehe, Alex, du zuckst auch schon, aber den finde ich nochmal besonders spannend, weil ich den schon, vorhin habe ich schon gedacht, so das ist ja spannend, wenn man sozusagen sich ausrichtet auf sehr viel
Offenheit und sozusagen auf den Verzicht auch von diesem ganzen schauseitigen Darstellen erfordert das auf der anderen Seite ja auch wirklich einen sehr intensiven Prozess intern, sich erstmal mit den eigenen Strukturen auseinanderzusetzen, zu sehen, wo man steht, an welchen Stellen man vielleicht auch arbeiten muss, um überhaupt das, was man da gerne an Erwartungen reinbringen möchte, auch sozusagen hinterher darstellen zu können. Also der Teil würde mich nochmal interessieren, weil ich habe jetzt wirklich den Eindruck, dass das Tool an sich total stark ist, aber ganz viel im Hintergrund benötigt, damit es eigentlich seine Wirkung entfachen kann, oder? Also ganz viel, Badia, bitte. Nein, Monika, wie du möchtest. Ganz viel benötigt. Man kann es als Standardprozess initialisieren, ja, und einpflegen, und man hat ab sofort recht einfach einen raschen Mehrwert, vor allem in der Tiefe der Gesprächsführung. Es kann aber allerdings auch wirklich als Führungsentwicklungsinstrument auch eingesetzt werden, im Sinne von wirklich diese Prozesse zu hinterfragen, diese Werthaltungen von Führungskräften zu hinterfragen, die Kulturdimensionen, wie wird wirklich etwas gelebt. Und das ist das Schöne an Jobtreffer, es ist ja nicht nur ein Bewerbermatching sozusagen, sondern auch in Form von Mitarbeiterinnengesprächen ist es einsetzbar. Und da gehen wir schon richtig in die Psychologie von Unternehmen hinein, beziehungsweise vor allem in diese Werthaltungsthematiken. Und das kann jedes Unternehmen im Zuge dieses Einführungsprozesses oder in diesem Prozess, wo sie das erste Mal anwenden, auch wirklich wahrnehmen. Und welches Unternehmen dazu bereit ist, da tiefer zu gehen, kriegt natürlich auch mit uns diese Unterstützung. Also es ist viel, viel mehr als eine reine Matching-Plattform, die Erwartungshaltung abmatcht, ja. Ja, da möchte ich mich so ein bisschen einmengen. Da sind wir auch in Produktentwicklungen diesbezüglich, ja. Ich glaube trotzdem, das erste Ziel, und das ist so unser Fokus, mit dem sind wir schon spitz am Markt auch, ist mal dieses Matching der Erwartungshaltungen. Hier achten wir in der Konzeption der Fragen, das auch in der Beratung, ja. Also wir wollen auf, wie soll ich sagen, wir wollen Kriterien erfragen, die nicht leicht verfälschbar sind. Also ich gebe euch hier wieder ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel verlangt, dass man hier sehr, sehr klare Prozessvorgaben erfüllen muss, ja, und hier wenig Handlungsspielraum ist, weil ich einfach hier etwas abarbeiten muss, ja, dann macht es wenig Sinn, dass ein Unternehmen hier angibt, bei uns darfst du deine Arbeit freigestalten. Sie könnten das natürlich machen, aber es würde ja der Realität gar nicht standhalten. Deswegen, wir versuchen mit den Fragen Dinge zu erheben, wo es keinen Sinn macht, zu lügen, wenn ihr wisst, oder zu schönern. Ja, natürlich haben wir immer psychologische Effekte, dass man die Dinge ein bisschen unterschiedlich sehen kann. Aber unser Bemühen bei dem wissenschaftlich fundierten Fragebogen ist, weil wir brauchen ja ein Fragebogen, der nicht jeden Tag anders beantwortet wird. Wisst ihr? Also das ist ja für uns wichtig in der Konzeption. Versuchen wir möglichst harte Kriterien, die sehr wohl kulturrelevant sind, aber die letztlich dann doch eine gewisse Stabilität aufweisen. Ne? Oder wir arbeiten in einer Branche, wo viele Fluktuationen sind. Ja, dann ist das so. Da macht es keinen Sinn zu sagen, ja, bei uns arbeitest du in einem familiären Team und wir arbeiten ewig miteinander zusammen. Nein, dann weißt du, hier muss ich damit rechnen, da wechselt das Team häufig oder so. Und der Arbeitnehmer darf ja wieder sagen, ob ihm das liegt oder nicht. Das heißt, das ist einmal in unserem Frageblock, wir wollen eigentlich bewusst, das ist jetzt so meine Psychologenseite hier interessanterweise, ja, ich will bewusst nicht zu psychologisch werden in dem standardisierten Teil. Die Unternehmen haben oft das Bedürfnis zu sagen, aber wir wollen auch so viel über unsere Kultur vermitteln und wir wollen denen auch sagen, was uns wichtig ist. Und dafür ist dann jemand wie die Monika, die sich auch da intensiver mit diesen Themen auseinandersetzt, ja, aus ihrer HR-Erfahrung, okay, wie können wir dann über diese Themen die Fragen eröffnen, und die sind dann spezifisch, weil manche Unternehmen, was weiß ich, die haben ganz bestimmte Werthaltungen, die sie ganz wichtig transportieren möchten, und die wollen sie dann auch schon im Vorhinein ein bisschen abholen, damit der Bewerbende weiß, dass das auch noch einmal relevant ist. Ja. Aber ich möchte es ein bisschen entkoppeln. Das sind zwei Sparten. Ja. Das eine ist wirklich so dieser
ich sage mal, harte Erwartungskern zu Rahmenbedingungen und dann gibt es die weicheren Felder, in die man sich hineinbewegen kann. Da hake ich jetzt ein, weil ja in meiner Vorstellung von Organisation ja Werte was Individuelles sind, also Organisation hat ja kein Bewusstsein und somit kann sie keine Werte haben, ja, aber das ist natürlich ein anderes Ding. Aber es gibt natürlich Manager, die sagen, das sind unsere Werte, das ist so, aber das ist eine Interpretation von wenigen. Und da komme ich jetzt zu diesem, ich nenne es jetzt einmal blinde Fleck-Frage. Im klassischen Recruiting ist es so, dass die People and Culture, nennen wir es ja mittlerweile, oder die HR-Abteilung oder Personal, wie auch immer, es hat ja viele Namen mittlerweile, die Ausschreibungen machen. Nach einem klassischen Muster wie Hard Skills, Soft Skills, also ich habe sozusagen, was ist diese Mindestausbildung, 5 Jahre Erfahrung und so weiter, ich suche sozusagen einen Bauteil. Ich nenne das immer gern Bauteilbeschreibung, dieser Bauteil fehlt mir und den baue ich wo ein. Jetzt ist es aber so, dass ja HR keine Ahnung hat von Wertschöpfung, also sondern die leben ja letztendlich ja wiederum nur von Informationen über eine Schablone von einem Vorgesetzten. Also so wie sich er diesen Bauteil vorstellt, das wird dann in die Schablone gepackt, ne? Also in dieses diese Zettel, was man im Internet sieht, ne? Also diese Stellenausschreibung, so heißt das. Und dann wird das publiziert über alle Kanäle und drunter kommt noch dieser Benefit-Balken und oben drüber kommt noch das Theater, das Framing und so weiter. Und dann hofft man, dass irgendein Fisch anbeißt. Ja, so ist ja dieses klassische Recruiting. Da ist für mich jetzt einmal so der blinde Fleck. Warum wird das so komprimiert nach außen getragen? Ja, also warum übergebe ich das überhaupt HR? Ja, warum lasse ich jemanden jemanden suchen, der eigentlich keine Ahnung hat, also verzeiht mir das, aber es ist so, keine Ahnung von der tatsächlichen Wertschöpfung an der Peripherie, an der operativen Linie. Das habe ich, also die Frage habe ich mich, warum macht man das eigentlich? Also, oder wie geht es ihr jetzt eigentlich mit dem um? Also ich habe für mich selber eine Lösung gefunden schon mal, aber um die geht es heute nicht, sondern wie geht es ihr damit um? Weil wer beantwortet eigentlich die Fragen? Also in meiner Vorstellung wäre das so, dass diese Mannschaft, das Team, also heutzutage ist es ja so, dass wenn ich auf hohem Niveau produzieren möchte, Qualität produzieren möchte, kann das nicht mehr Einzelner lösen. Also einzelnes Gehirn ist zu wenig, sondern ich brauche eine Mannschaft. In meiner Vorstellung so wäre das Team, 5 Leute definieren diesen Fragebogen, gar nicht der Vorgesetzte. Oder wie läuft das wirklich dann ab? Also kann man sich das vorstellen? Definieren den Fragebogen, beantworten den Fragebogen. Also das ist bei uns tatsächlich so im Design drinnen. Es soll nicht wir können es natürlich nicht verhindern, ja, dass es eine zentrale Person macht. Aber wir empfehlen, dass der sogenannte Hiring Manager, Managerin, dass die die Rahmenbedingungen auch beurteilen für ihren Bereich. Also es sind die betroffenen Führungskräfte idealerweise oder eben Beteiligte aus dem Team, die können das auch miteinander abstimmen. Das ist wieder dann eine Frage, welchen Aufwand die sich dafür antun möchten, ja, im Befüllen. Aber es ist nicht die Zentrale üblicherweise, die das befüllt. Und das ist im Übrigen eine Funktion, die sich auch HR-Manager und Managerinnen ganz oft wünschen, weil die haben ja im Unternehmen auch oft den Stress, dass die dann Bewerbende bringen. Und dann sagt die Abteilung, ja, wem bringt ihr mir da eigentlich? Und die sagen üblicherweise, ja, hättet uns halt genauer gesagt, was ihr braucht. Und mit diesem Tool-Job-Treffer müssen die ja klar Schiff machen und sagen, du, das sind einmal auf die Rahmenbedingungen bezogen. Damit musst du hier bei uns rechnen. Ja, was weiß ich, auch so Dinge wie, bei uns bekommst du regelmäßig Feedback von der Führungskraft. Also ich weiß, in meinem Unternehmen, ja, wir sind ein Beratungsunternehmen, ja, also jetzt abseits von Jobtreffer. Da wissen meine Leute, also ich werde ihnen nicht oft direktes Feedback geben können, weil ich bin dort, wo die arbeiten, gar nicht anwesend. Ja, wir können Fragen miteinander beantworten und stellen, ja, das schon. Aber ich kann ihnen jetzt nicht unmittelbares Feedback über ihre Arbeit geben. Ja. Das heißt, jemand, der zu mir in die Arbeitsstelle kommt, dort müsste ich angeben, direktes Feedback von der Führungskraft wird selten bekommen. Wie siehst du das, Monika, als diesen blinden Fleck, was ich jetzt da dargestellt habe? Also eigentlich HR kennt sich eigentlich wertschöpfend, hat ja keine HR Ahnung von HR. Ich nenne das immer dieses Assessment Center Problem. Ja? Also
Ja, arbeitet ja mit, letztendlich mit dem, was sie bekommt aus den wertschöpfenden Linien oder wo auch immer her, oder? Ich glaube, also das ist die alte Haltung von HR vielleicht. Ja. So hat es früher vielleicht funktioniert oder dieser standardisierte, klassische Recruiting-Prozess war vielleicht früher so. Ich glaube, dass da heute schon ein Paradigmenwechsel stattfindet, sehr viele HR-Abteilungen viel intensiver in der Kooperation mit vielen Abteilungen und an der wertschöpfenden Basis einfach sind, weil HR viel tiefgreifender zu wirken beginnt. Ja. Also das erleben wir in der neuen Arbeitskultur mit diesen ganzen Herausforderungen, die wir jetzt auch haben, diesen ganzen New Work-Konzepten, dass HR einfach eine viel, viel intensivere, strategischere Ausrichtung oder auch viel tiefer in die operativen Themen in den Organisationsstrukturen eindringen kann und darf. Das ist auch mal schöne Trendbewegung. Aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt mit den Kunden und Kundinnen von Jobtreffer ist es tatsächlich so, dass sich die Teams miteinander abstimmen, weil es darum gilt, auch eine gemeinsame Sichtweise zu finden. Und es ist auch oft so, dass Führungskräfte, also die wirklich in diesen operativen Themen drinnen sind und vielleicht auch den Zettel ans Christkind ausfüllen, was das Thema Design einer Stellenanzeige betrifft oder das, was sie wirklich haben möchten, oft auch eine sehr subjektive Sichtweise auf sich selbst haben. Ja. Die sagen vielleicht von sich, ja natürlich kriegt meine neue Person direktes Feedback und kontinuierliches Feedback von mir und nimmt das vielleicht selbst so wahr, aber wenn man dann das Team befragt, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Deswegen ist es auf alle Fälle hilfreich und auch empfehlenswert, diesen Fragebogen für ein definiertes Profil immer im Kontext mit mehreren Personen sich anzusehen. Und wir machen auch die Erfahrung, dass das die Kunden ganz von alleine machen. Ja, also die kommen, also sehr viele gehen absolut von vornherein den Weg und schauen und sagen, du schau mal da drüber, siehst du das auch so wie ich? Und da passiert viel Sparring zwischen HR und Führungskräften oder auch mit dem Team gemeinsam. Da muss ich jetzt kurz nachlegen. Also die Herangehensweise, wie sozusagen, wir suchen jetzt wen für unsere Mannschaft, der was, damit wir dann besser arbeiten können und so weiter. Also ich gehe ja davon aus, dass Unternehmen, die Jobtreffer verwenden, ja diesen Weg beschreiten, was du vorher beschrieben hast, also moderne Organisationsentwicklung inklusive People and Organization. Ich will ja gar nicht mehr HR sagen, weil HR steht ja für der Mensch als Ressource. Jetzt zur Frage, sieht man das, erkennt man es dann in der Stellenbeschreibung, fällt mir das dann auf Karriere.at auf, dass es okay, diese Ausschreibung ist anders. Schlagt es dann durch oder ist doch wieder so eine klassische Bauteilbeschreibung? Wisst ihr, was ich meine? Wohin will? Na, wir sind im Prozess nicht bei der Stellenausschreibung dabei. Ja, also das ist ein wichtiger Teil. Es ist so, die Stellen werden ausgeschrieben, dann bewerben sich die Personen. Das, was dann üblicherweise passiert, ist, du bekommst irgendein automatisiertes Antwortschreiben und in diesem automatisierten Antwortschreiben kommt dann so ein Zusatz, wenn du schon etwas mehr erfahren möchtest, wie deine künftige Arbeitsstelle aussieht, dann füll doch bitte mal diesen Fragebogen aus, dann bekommst du schon einen ersten Hinweis über Themen, wo wir gut zusammenpassen und worüber wir reden können. Ja, also das heißt, du wirst dann erst eingeladen. Das heißt, in der Stellenausschreibung, nein, dort mischen wir uns gar nicht ein. Wir sind in der Vorbereitung fürs Erstgespräch. Dort werden wir dann quasi inkludiert. Okay. Ich habe deswegen gefragt, weil ich bin in der IT tätig und wir haben ja akut Fachkräftemangel, sagt man in der IT. Ich glaube 12.000 offene Stellen in Österreich und Deutschland mal 10 natürlich. Und ich habe in meinem Bereich keinen Fachkräftemangel, also ich habe mehr Leute, als was ich brauche, ja, sozusagen. Und ich habe damals einen Hack gemacht. Ich habe gesagt, okay, wie kann ich mich unterscheiden? Ja? Also mache ich die schönste Soft-Hard-Skill-Beschreibung, ja? Oder probiere ich was anderes? Und ich habe was anderes ausprobiert. Ich habe gar nicht mehr beschrieben, ich suche HTL-Absolventen, Pipapo und Teamfähigkeit, was man halt alles reinschreibt, das steht übrigens. Sondern ich habe reingeschrieben, das ist das Team, das ist quasi die Mannschaft, und das sind die Probleme, die wir lösen wollen. Ja? Also das, auf gut Deutsch, diesen geilen Scheiß machen wir jeden Tag. Ja? Bist du dabei? Also jetzt salopp formuliert, natürlich schön. Aber so, das war die Botschaft, das machen wir,
ja, jeden Tag diese Probleme lösen wir im Team und dann ein bisschen die Kultur dazu. Und was ich dann schon bemerkt habe, das hat funktioniert. Also das heißt, das wäre so zu mir jetzt bei Jobtreffer für mich die Vorstufe, dass ich dann auch das überprüfe, stimmt das da, was da der Herr Jung wird da hinausposaunt. Ja? Das heißt, so weit seid ihr noch gar nicht. Ne? Das heißt, ihr... Okay. Ja, also wir gehen bewusst nicht jetzt auf dieses Thema Stellenausschreibung. Wie gesagt, die Erstgesprächsoptimierung ist so das Ziel. Ich verstehe gut, was du sagst. Also mir gefällt auch diese Idee sehr gut, dass wir sagen, wir stellen das Problem scharf. Auch aus diesen Denkwerkzeugen, die wir dazu haben. Ne? Also und Talente fühlen sich angezogen von Problemen, die sie gern lösen möchten oder können. Also, genau. Das war die Idee. Genau. Ne? Ja. Das ist aber eine ganz inhaltliche Fragestellung und wir sind ja eher auf dieser so auch sogar branchenunspezifischen Ebene. Ja, also möglichst. Ja, uns ist schon klar, dass unser Tool nicht für, was weiß ich, Lehrberufe, also in Schulen oder so gut geeignet sein wird und auch in der Pflege oder so. Ja, da sind wir durchaus am Überlegen, ob man in die Richtung dann separat was baut. Aber wir versuchen ja auf dieser Branchen eigentlich inhaltsunspezifischen Arbeitsrahmenbedingungsebene vor allem uns aufzuhalten. Ja, dort mal Klarheit zu bekommen. Genau. Welche Probleme dann konkret inhaltlich zu bewältigen, das wollen wir ja auch weiterhin, dass das in den Gesprächen stattfindet. Ja, also das ist uns auch wirklich wichtig. Wir wollen ja auch gar niemanden ersetzen. Also uns liegt nicht am Herzen, dass wir sagen, ja, da brauchst du ja dann die rekrutierende Person gar nicht mehr oder so. Ja? Nein, wir wollen, dass das Gespräch besser wird, dass diese Verschwendung an Zeit und Ressource, die ja oft stattfindet, dass man zusammenkommt und sagt, ja, du, die Frage hätten wir aber vorher schon am Telefon vielleicht abklären können, dann hätten wir gar nicht zusammenkommen müssen. Mhm. Das hätte ich euch gleich sagen können, dass wenn das hier wieder ein Team ist, wo ich auf jeden Fall mit vielen Überstunden rechnen muss, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt. Ja? Also das kenne ich. Also jetzt habe es ist schon länger her, 1-2 Jahre oder nein, noch länger, sagen wir schon sicher 10 Jahre, wo ich immer noch 5 Minuten gedacht habe, warum sitze ich jetzt hier? Ja. Und das habe ich beim Gegenüber auch gesehen und aus einer Höflichkeit heraus spielt man halt die Nummer durch. Ja. Genau. Ja. Und das war der Ausgangspunkt, ja. Genau diese Situation war der Ausgangspunkt damals für den Martin Kügler, dass er gesagt, bitte, da müssen wir doch was bauen können, dass wir da ein bisschen so diese Grunderwartungen abklären. Und zum Beispiel, wir haben ein Unternehmen, ja, die suchen zum Beispiel Köche, ja, oder Köchinnen. Und das ist ja ähnlich wie IT, die gibt's nicht, ja. Und die sagen, wir wollen eigentlich das erst im Onboarding dann verwenden, weil wenn wir den dann endlich jemanden gefunden haben, dann geben wir dem einmal den Fragebogen und der soll uns bitte ausfüllen, was er für Erwartungen, Wünsche hat, weil dann wissen wir, wo wir nicht ins Fettnäpfchen treten dürfen. Dass der uns nicht wieder wegrennt. Ja, weil der eben zum Beispiel sagt, das ist spannend. Ja, über den Punkt denke ich die ganze Zeit nach, dass natürlich, insbesondere wenn wir die ganze Argumentation sozusagen über Fachkräftemangel aufbauen, die Organisation natürlich nicht wirklich einen guten Grund haben, ihre eigenen Defizite in diesem Fragebogen in irgendeiner Form darzustellen. Weil die brauchen ja Leute. Also wäre es ja gut, ja, deren Erwartungen zu matchen. Ja. Auf alle Fälle. Genau. Das ist übrigens etwas, siehst du, das ist die Intelligenz des Marktes, weil auf das wären wir gar nicht gekommen. Das hat uns aber dann der Kunde gesagt, du, aber für uns wäre das eigentlich in dem Bereich total interessant, weil die wollen wir auf keinen Fall verlieren. Und wenn ich bei dem dann schon weiß, du, bitte, da müsst ihr besonders aufpassen. Für den ist ganz wichtig, dass der seinen Zeitrhythmus nicht oft durcheinander gewürfelt bekommt. Ja, weil sonst läuft er uns wieder weg. Ja. Da bin ich dann wieder bei dem Punkt von vorhin, und der geht mir auch nicht aus dem Kopf, dass sozusagen ein Potenzial von diesem Tool eigentlich darin liegt, welche Diskurse es intern sozusagen auslöst. Yes. Absolut. Yes. Das haben wir im Vorfeld ja auch so ein bisschen im Chat so beschrieben, eigentlich. Was hat das eigentlich für Potenzial? Ja. Was hat das für Potenzial, Monika? Ja, was siehst du? Yes. Monika, ja, Monika, was siehst du? Das Potenzial liegt einfach daran, die Organisationen zu entwickeln, zu sagen, ihr müsst weg von eurem Standard, ihr müsst dorthin, um den Menschen gute Arbeitsplätze zu liefern, entsprechend ihren Erwartungshaltungen. Und ihr müsst halt auch euch flexibel an gewisse Erwartungshaltungen anpassen.
passen, wie auch immer ihr das macht. Ja. Und das ist natürlich total schwierig in Zeiten wie diesen. Aber ich meine, wir brauchen uns nur die demografische Entwicklung anschauen. Es wird einfach notwendig sein, viel flexibler und adaptiver auf Wünsche und Rahmenbedingungen von Menschen einzugehen. Ansonsten wird man im Wettbewerb um diese Menschen einfach verlieren und über diesen Dialog und über dieses Erwartungshaltung beziehungsweise über dieses Matching und dieses tiefgehende Sprechen über diese Anforderungen wird es einfach möglich, diesen Prozess anzustarten. Und ich hoffe, dass viele Organisationen das einfach als gutes Werkzeug auch sehen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig. Da habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, die ich lese jetzt aus dem Chat vor. Mhm. Da war dann dieser Gedanke, habe ich gesagt, Jobtreffer kann ja einiges sichtbar machen, was unter Umständen zu Irritationen im Unternehmen führt. Wie geht man als Management der Organisation eigentlich damit um? Habt ihr da schon Rückkopplungen, Rückmeldungen aus den Organisationen, die das einsetzen? Gibt es da Irritationen, die sagen, bah, was habe ich mir da jetzt eintreten, Jobtreffer, jetzt muss ich meine Firma umbauen? Ja. Monika, da weißt du vielleicht mehr. Ich bin ja da quasi als der Entwicklungsleiter in dem Unternehmen immer da viel mit diesen akademischen Fragestellungen auch eher da im Elfenbeinturm hinten quasi dran. Ihr seid ja ganz oft bei den Kunden und Kundinnen. Aber es ist tatsächlich ein Produktentwicklungsschwung, dass wir sagen, wir lernen ja auch den ArbeitnehmerInnenmarkt immer besser kennen. Weil wenn sich jetzt 100 schon bei dir beworben haben und ihre Erwartungshaltungen kundgetan haben, ich gebe mal ein Beispiel wieder, ja. Ich möchte in meinem neuen Job nicht an einen Standort gebunden sein und selbst entscheiden können, von welchem Ort, in Klammer inklusive Ausland, ich arbeite. Ja? Also wir treffen uns doch hier klassisch als solche Typen, oder? Online und so. Und wenn ich hier auf einmal merke, ja, da sagen immer mehr Bewerbende, die erwarten das von uns, dann habe ich jetzt die Wahl. Ich kann mich natürlich taub stellen als Organisation und sage, ist mir egal, dann kriegen wir die halt nicht. Aber irgendwann wird der Leidensdruck üblicherweise groß genug, dass die sagen, naja, jetzt drückt quasi die Dynamik des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin von außen an die Organisation und wir müssen irgendwie schauen, wie bringen wir die Anpassungsleistung hin. Das sehen wir schon auch als ein ganz großes Potenzial an dem Tool. Aber da sind wir jetzt auch noch kurz am Start, ja? Also da sind wir drin in den Entwicklungen. Aber habt ihr schon, also Monika, habt ihr schon so, diese, führt sie schon die Diskussionen, die mit den Unternehmen die Jobtreffer eingeführt haben, die sagen, boah, was mache ich jetzt damit, ja? Ja. Mit dieser... Ja. Absolut. Also ich kann ein ganz konkretes Beispiel auch nennen. Wir haben mit einem Personalberatungsunternehmen vor kurzem, also die führen jetzt eben Jobtreffer auch ein und da war ein großes Thema gar nicht einmal das so für Kunden anzuwenden, Jobtreffer, sondern eigentlich für ihren eigenen Recruiting-Prozess selbst. Und ein großes Thema war, ja, sie suchen Hochleistungsmenschen, massiv Recruiter bzw. personalberatende Personen, die auf Leistung getrimmt werden. Und bis dato haben sie immer halt Menschen eingestellt, die halt gut ins Team gepasst haben. Und nach ein paar Wochen haben die wieder die Organisation verlassen, weil die einfach nicht diesen Druck haben wollten. Ja, also das war in diesen Gesprächen, ist nicht davon gesprochen worden, dass die einen Leistungsdruck haben werden, um diese Abschlussquote beim Kunden zu erreichen. Und die haben dann intensiv, es war ein super Prozess mit diesen Kunden, muss man wirklich sagen, und die haben dann wirklich auch mit der Geschäftsführung dieses Thema gechallenged und gesagt, du, zum einen, ja, wir wollen solche Leute, aber zum anderen, vielleicht ist es auch nicht mehr zeitgemäß, auf diese Hardcore-Selling-Strategie zu setzen. Und das haben wir ganz klar zurückgespiegelt bekommen. Und was ich unglaublich schön finde an diesem Prozess, der Geschäftsführer von dem Unternehmen trifft sich jetzt demnächst mit mir. Und wir werden dieses Thema besprechen, ja. Und solche Veränderungen sind einfach unglaublich wichtig für diese Unternehmen, um einfach zu reagieren. Ja? Also die sagen nicht, das ist uns wurscht, was wir da jetzt da zurückgemeldet bekommen, sondern wir müssen darüber diskutieren, ob das noch zeitgemäß ist, was wir da machen. Also ja. Das heißt, eigentlich ist da der Elefant im Raum angesprochen worden. Eigentlich ein Tabuthema. Bei uns musst du Gas geben. Ja? Also eigentlich gegen die große New Work-Erzählung, ne, sage ich, na, uns heißt Vollgas, ja. Nicht auf die Uhr schauen und wir brauchen Abschlüsse, wir brauchen Lead, ist so. So funktioniert das halt bei uns. Ja. Ja. Das kann jetzt natürlich gefallen oder auch nicht, aber so funktioniert das halt in dieser Branche. Ja.
Genau, und dazu wieder auch wieder zu diesem Verständnis, weil da sind wir, glaube ich, wirklich so nah auch an diesem systemtheoretischen Denken. Wir haben eben nicht fragen wollen, weil das waren ja die ersten Ideen auch, ich sag mal, von den Laien. Ja, ihr müsst halt dann schauen, wie ist denn die Führungskraft, was ist das für ein Typ und so. Und ich gesagt, na, wir gehen nicht in die Persönlichkeitsdiagnostik. Mich interessiert aber, wie ist die Ergebnissteuerung im Unternehmen? Und wenn die sagen, wir arbeiten hier knallhart mit Ergebniszielen, dann müssen die das kundtun, weil das ist eine Rahmenbedingung, die du ja nicht verändern kannst. Und du kannst ja den Leuten nicht erzählen, du, wir sind eine Happy Family, und nachher kommt jemand und sagt dir jeden Tag, wo waren deine 24 Anrufe und deine 13 Abschlüsse? Ja, also wie wird Ergebnis bei uns gesteuert? Wer trägt die Verantwortung für die Resultate? Wie viele Freiräume hast du in der Gestaltung etc.? Das sind Rahmenbedingungen, und über die mal Klarheit zu schaffen und zu sagen, schau mal, mit dem musst du bei uns rechnen, und jetzt schauen wir mal, wo haben wir Kriterien, wo wir sagen, oi, 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 da werden wir nicht zusammenfinden, wenn du das so gar nicht möchtest auf die Art und Weise. Oder, okay, wir schauen uns an, ob wir da gute Kompromisslösungen haben. Das Erstgespräch wird, glaube ich, wirklich interessant darüber. Für uns war das ja auch spannend in der Innenanwendung. Ja, wir haben ja dann auch damit selber experimentiert. Und ich habe selber eine Beraterin, wir arbeiten seit 13 Jahren zusammen. Ich würde sagen, perfect match, brauchen wir nicht mehr diskutieren. Aber du siehst halt dann doch, okay, zwei, drei Themen haben wir aber schon, über die wir reden sollten, weil da sind wir jetzt ganz unterschiedlicher Ansicht. Und das sind aber fruchtbare, gute Gespräche. Ja, das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, den Elefant im Raum, den bringen wir auf einmal in die Sichtbarkeit. Ja. Eben. Und es ist ja nicht nur so, dass man sagt, so ist verstanden, Monika, es ist halt so bei uns, sondern dass die Organisation und das Management überlegt, warum ist das? Also wollen wir das weiterhin auch so, ja, oder? Das war eigentlich dann, wo du gesagt hast, eigentlich jetzt überlegen wir mal, Hamsterrad 2 Jahre und dann raus, oder? System, oder können wir das anders auch lösen? Genau, sind das dann die Gespräche, die was jetzt dann... Richtig, es macht das Thema zumindest mal besprechbar. Ja, auch wenn man dann vielleicht noch einmal sagt, bis dato möchte man nicht von dieser Strategie abweichen, ja, dann ist es auch ein Commitment, auch innerhalb der Organisation, und eine klare Feststellung. Aber es ist natürlich, klar, wird auch im Team werden Fragen aufgeworfen, wenn dann plötzlich die Leute nach ein paar Wochen wieder abspringen, weil die Erwartungshaltung nicht gematcht worden ist. Und das ist dann ein ganz wichtiger Prozess, sich dann auch vielleicht ganz klar noch immer dafür auszusprechen. Also es kann ja auch in die andere Richtung gehen, ne? Erhöht natürlich dann auch die Trefferquote in Zukunft. Ja. Und dann ist man dem bewusst worden, dass man gesagt hat, okay, man muss das halt wirklich konkret im Erstgespräch ansprechen. Genau. Ja, hast du noch jetzt was, Julia, oder? Nee. Okay, ich finde es super spannend und würde da total gerne noch in viele Richtungen weiter denken. Also, weil, wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen so dieses, was ist da noch drin, ist, glaube ich, eine spannende Frage. So. Ja, und da sind wir in der Entwicklung. Also wir können ja gerne wieder mal sprechen. Also in einem halben, dreiviertel Jahr haben wir sicher wieder noch ganz neue Resonanzen. Und das ist ja vielleicht auch das, was ihr beide jetzt auch angesprochen habt, was wir wirklich auch nochmal zurückzukommen an diese wunderbaren Denkwerkzeuge, Marktnähe, die Wertschöpfung betrachten, wie entsteht der Wert auch für den Kunden und die Kundin. Also wir sind da selber permanent am Lernen. Wir kriegen ja auch bei uns drückt ja die Dynamik des Kunden, der Kundin auch an und fordert uns, okay, wo müssen wir da flexibilisieren in dem Tool, wo müssen wir uns von der und der alten Vorstellung auch wieder lösen. Also wir stecken ja mit in diesem Spiel und ja, insofern, das ist schon spannend. Also gerne können wir ja da auch wieder mal plaudern. Wir lassen euch auf jeden Fall wissen, wenn wir sagen, da haben wir jetzt aber wirklich ein paar Kniffe gefunden, die interessant sind. Wie viel Zeit haben wir noch? Also jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir noch Zeit? Ja, ich schneide das jetzt nicht raus. Ja. Aber sonst hätte ich noch Fragen. Ja, ich hab noch 10 Minuten, also die sind gut drinnen. Okay, gut, dann eine Frage und dann der Abbinder von mir, würde ich sagen. Man hat ja trotzdem immer diesen Tanz zwischen eine Organisation besteht aus Menschen, ne, diese Welt, oder Organisation besteht aus Kommunikation, ne, diese zwei Welten. Also erkläre ich eine Firma über das Individuum oder gleich die Firma über die Kommunikation des Sozialsystems. Das sind ja diese zwei großen Strömungen, ja, wobei die eine Strömung dominiert, diese psychologische Sicht, ja,
Also wenn ich die einzelnen Leute richtig, also das Mindset richtig einstelle, dann klappt es mit der Arbeit, sage ich immer. Ja. Und dann denke ich mir, ja, bei 1000 Leuten ist das halt viel Arbeit, bis alle Mindsets richtig eingestellt sind. Ne? Gibt es dann diese Mindset-Entwicklungsprogramme. Und der andere Zugang sagt, naja, ich schiebe mal alle Menschen raus aus der Organisation und betrachte eigentlich nur das, was so in ihnen abläuft, das Kommunikationssystem. Und was ich ja schon ein bisschen raushöre, habt ihr beide Welten in der Firma, in der Organisation Jobtreffer unter einem Hut gebracht. Oder? Kann ich das so? Also wenn du sagst, Hildebrand Wohland steckt drin in Jobtreffer, ja. Aber auch Psychologie, habt ihr das unter dem Hut gebracht? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da Grundsatzdiskussionen auch immer wieder? Oder wie geht es damit um eigentlich? Weil du sagst immer, du als Vitalpsychologe sagst ja, bei Jobtreffen, also wenn man die, lasse ich den Menschen draußen, oder? Hast du gesagt? Ja, das ist die skurrile Situation bei uns, aber das hat mit meiner persönlichen beruflichen Entwicklung zu tun, ja. Dass ich ganz oft verteidige, dass wir keine Persönlichkeitsdiagnostik machen, eben. Dass wir nicht in diese super Sache. Und das ist die skurrile Situation, dass der Psychologe so anti-soft ist quasi und sagt, ja. Nein, wir gehen auf die Kontextbedingungen, wir wollen die Rahmenbedingungen klären. Die Gespräche, den soften Part, den sollen die selber übernehmen. Dort vertraue ich auch quasi auf das, weißt du, dieser psychologische Chemistry-Check. Mag ich dich? Kann ich mir vorstellen, dich jeden Tag zu sehen, etc. In das mischen wir uns bitte nicht ein. Ja, das sollen die Menschen miteinander feststellen. Die sollen ins Gespräch kommen zu Themen, die gescheit sind. Die sollen sich nicht fragen, was sind denn deine drei Stärken und deine drei größten Schwächen, sondern die sollen sagen, du, pass auf, bei uns ist das Ergebnissystem so aufgestellt, da habe ich gesehen, das liegt dir eher nicht so. Wie bringt man das in Zukunft hin, wenn wir zusammenarbeiten? Das ist einfach eine schlauere Frage, über die sich unterhalten. Und der Chemistry-Check läuft nebenbei. Den wollen wir da in dem Fall nicht in den Fokus. Ja, aber wir sind natürlich sehr wohl auch psychologisch dran. Und die Psychologie ist sehr vielfältig. Die ist nicht nur Mindset, die ist eben auch viel Statistik und die ist viel Berechnen. Und insofern, wir haben diese universitäre Anbindung und laufende Forschung dazu. Und insofern glaube ich eben, dass wir schon auch eben psychologisch unterwegs sind, aber vielleicht nicht im laienpsychologischen mit, die müssen alle nur positiv denken, dann wird die Welt schon. Wie geht es dir eigentlich damit, Monika, wenn du so Dinge hörst, wie die Organisation besteht nicht aus Menschen, ne? Und du kommst eigentlich aus der, genau aus dieser Ecke. Schwierig, okay. Ich bin ja sehr menschenliebender Mensch, ja, Gott sei Dank. Also ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man im Personal, People and Culture Bereich oder wie auch immer das heute man bezeichnet, arbeitet. Also für mich zählt ja immer sozusagen dieses Menschen. Und es ist auch das, was für mich mein Job und meine Energie einfach auch ausmacht. Ja. Und diese ganzen Themen, da bin ich sehr froh, dass der Badia einfach dabei ist, ja. Und so ein bisschen den Gegenpol spielt vielleicht. Ja. Also ich sehe ja das genauso, wenn ich so komisch rede, so systemtheoretisch glauben die Leute, ich bin ja inhuman und ich sage, nein, Gegenteil, das macht genau einen Unterschied, der Mensch. Aber ich sage es dann immer so, jetzt haben wir die Menschen vor über 120 Jahren aus der Wertschöpfung hinaus komplementiert mit ihrer Kreativität und ihren Ideen. Ja? Und jetzt brauchen wir es wieder erinnern. Diese Menschen mit ihrer Idee. Und jetzt wissen wir nicht, wie es geht. Ja? Und dann machen wir halt New Work. Ja? Also das ist ja dann meine Kritik. Ja? Also ist nicht das. Wir brauchen ihn wieder erinnern mit seinen Ideen. Und da hat der Wohlan gesagt, naja, wenn ihr das einfach sagt, ab heute dürft ihr denken, da kommt nur noch Blödsinn raus. Ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen auch der Konflikt, den was die Organisationen gerade austragen, weil sie aus meiner Sicht ja ganz stark nach der Taylorismus, BWL und der tut ja eigentlich das Denken raus. Ja, das machen nur ein paar wenige. Ja. Aber eigentlich brauche ich es erinnern, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ja. Nun gut, jetzt mache ich einen Abbinder, weil Badia muss ja weiter. Und was habt ihr eigentlich noch im Köcher? Also ihr seid ja erst seit kurzem am Markt und ich habe gesagt, ja, wir können gerne noch mal drüber reden. Was habt ihr im Köcher? Mit welchen Überraschungen dürfen wir noch rechnen? Also sofern ihr darüber reden dürft, ja.
Ja, also das, woran wir wirklich konkret, das hat die Monika ja auch angedeutet, also wir überlegen natürlich schon aus den Daten irgendwie diese Organisationsentwicklungsimpulse reinzubringen. Das finden wir hochinteressant, weil wir betrachten ja dann ziemlich genau die Schnittstelle, die Menschen, die in die Organisation, in diese Rahmenbedingungen reinkommen sollen. Was haben die denn für Erwartungen? Vielleicht auch völlig absurde Erwartungen. Ne? Viele klagen ja auch in diesen Generationenkonflikten, dass die Erwartungen nicht mehr zu den heutigen Arbeitswelten oder Anforderungen passen. Aber diese Schnittstelle ist ja wertschöpfungsrelevant, ja? Weil die Organisation, so sehr wir sagen können, okay, es gibt die Kommunikationen in der Organisation, aber wenn kein Mensch mehr hinkommt, dann laufen wir eben auch, dann gibt's die Wertschöpfung nicht mehr. Und diese spannende Fragestellung. Auf der einen Seite haben wir Anforderungen für die Wertschöpfung und auf der anderen Seite kommt der Mensch mit seinen elenden Bedürfnissen daher. Und diese Fragen so ein bisschen zu erhellen, an welchen Themen, an welchen Problemstellungen steht er dort und welche Organisationsentwicklung kann man da anstoßen? Das finden wir interessant. Das wird sicher der nächste Schwung werden. Aber da muss man auch sagen, wir haben noch genug andere Aufgaben zu machen, bevor wir die Palette dort jetzt massiv erweitern und ja. Aber es wird kommen, ja. Das ist definitiv im Köcher, weil es auf der Hand liegt. Ja. Monika, was hast du noch im Kopf? Was noch nicht? Das hört sich schon ein bisschen nach Backlog an. ja, also Badi hat es eh schon gesagt, okay. dieser Beratungsansatz und dieses wirklich tiefgreifende mit dort reinzugehen und auch mit Zahlen, Daten, Fakten vielleicht auch zu unterstützen. Und da möchte ich jetzt auf deinen Input bezüglich dieser Stellenbeschreibung nochmal kurz eingehen, vielleicht dorthin zu kommen, Talent anzuziehen und nicht Hard Skills auszuschreiben. Ja, also diesen Prozess vielleicht diese Brücke zu schlagen, ja, zwischen dem Innen und dem Außen. Ich glaube, da sind wir gut dabei, in Zukunft vorne dabei zu sein. Super, fein. Ja, dann war es mal wieder für heute. Ich beende die Linzer Worte mit einem Dank oder mit einem Danke an meine Gäste. Danke Monika, danke Badia. Ja, und vielen Dank für eure Zeit und vor allem für eure offenen Worte. Da waren schon doch ein paar Innenansichten. Von uns Artgenossen, nicht mehr und nicht weniger, kann man natürlich alles in Frage stellen, gehört natürlich zum guten Ton. Ja, bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Danke. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden dieser virtuellen Expeditionsrunde. Man darf gespannt sein, ob dieses digitale Hilfsmittel zur Jobvermittlung sich am Markt durchsetzt. Was meint ihr? Habt ihr Erfahrungen mit ähnlichen Tools? Wenn ja, dann teilt sie gerne mit mir. Ich werde sie dann wiederum mit der Community teilen, wenn ihr mir eure Einsendung an florian@expedition-arbeit.de geschickt habt. Und hier noch der kurze Hinweis auf das am 30. November 2023 in Fürth stattfindende Expedition Arbeit Meetup in Fürth zum Thema hybrides Arbeiten. Teilnahme ist noch möglich. Gesetzt den Fall, ihr hört das rechtzeitig vor dem 30.11. Gleiches gilt für unsere Online-Session zum Thema Denkwerkzeuge, bei dem wir gemeinsam eine kleine Inventur der von unseren Mitgliedern erfolgreich eingesetzten Ideen zur komplexen Problemlösung suchen. Die WeSession findet am Mittwoch, den 29.11.23, 18 bis 19 Uhr statt. Auf Zoom. Alle Links und mehr Informationen findet ihr im Eventkalender auf der Website und in den Shownotes. Und ich mache es hier und heute kurz. Bin ein bisschen müde, aber nur für eine Nacht. Eine gute solche wünscht euch Florian Stettler am Expeditionsmikro und beendet heute mit: Bleibt aufrecht, bleibt hungrig und bleibt dran.